Drück nochmal auf Play hier. Und wir haben jetzt das Schwert. Bam. Jetzt haben wir ein richtig cooles, leuchtendes Schwert in Roblox erstellt. Mit High-Resolution-Materialien, weil die Roblox-Materialien, die sehen halt wirklich auch richtig gut aus. Man kann auch selbst solche Materialien mit Bump-Maps machen. Das steht einem komplett frei. Was wir auch machen könnten, ist, wir könnten zum Beispiel jetzt einmal, wo wir es haben, in unseren eigenen Charakter reingehen. Wir haben ja auf den Rücken Back-Accessory dieses Schwert hier. Und in dem Schwert ist nämlich auch ein Handle drin. Der funktioniert aber ein bisschen anders, weil der ist das ganze Schwert. Und wenn ich jetzt diesen Handle einfach mal mit Steuerung C kopiere, dann das Spiel verlasse und dann nochmal auf dem Works nochmal ein Tool hinzufüge. Tool, ich habe schon so viele Tools hinzugefügt und zum Tool Steuerung Umschalt V das Schwert hinzufüge. Jetzt haben wir hier dieses Schwert. Das Schwert hat aber eine komische Position. Also erstmal das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht und das brauchen wir nicht. Jetzt haben wir hier den Handle. Ich würde sagen, da... Das drehen wir jetzt einfach mal so, in der Hoffnung, dass das so passt. Jetzt haben wir nämlich auch dieses Rückenaccessoire hier als Schwert genommen. Ich drücke nochmal auf Play hier, mal gucken, ob das direkt funktioniert. Wenn nicht, müssen wir es nochmal anpassen. Wo ist es denn? Oh, das ist auch so eine Sache. Wenn ihr solche Sachen übernimmt, müsst ihr darauf achten. Manchmal haben die keine Collision. Das heißt, ich muss jetzt nochmal zu diesem Tool gehen hier und diesen Handle anwählen und scroll hier ein bisschen runter. Und hier unten ist Can Collide aus. Wir machen Can Collide an und dann kann es wieder kollidieren. Und ich mache Locked auch aus, damit ich es beim nächsten Mal auch anklicken kann, wenn ich es im Workspace sehe. Drück nochmal auf Play hier und jetzt fällt es nicht durch die Map durch. Wir gehen hier rein und halten das Schwert in der Hand. Wir sehen, wir halten das Schwert komisch in der Hand, weil es komisch eingestellt ist. Wie man das einstellt, das zeige ich euch auch gleich. Dafür wechsle ich aber einmal mein Studio.